Hi zusammen, vielen Dank, dass ihr wieder reinschaut. Ich hoffe, euch allen geht's gut und ihr habt Lust drauf, kreativ zu sein. Es wird nämlich wieder Zeit für das Skizzenbuchthema für diesen Monat, das da lautet Unterwasserwelt. Ich finde ein super spannendes Thema. Also, wenn ihr wollt, seid gerne auch zu diesem oder einem anderen Thema kreativ, wenn ihr dieses Video schaut. Für die, die es noch nicht wissen, ich habe mir seit Februar, glaube ich, jeden Monat ein Thema gesetzt. Ich lasse die Playlist auch mal einblenden, wo ich zu einem bestimmten Thema im Monat halt kreativ im Skizzenbuch werde. Und diesen Monat ist es halt Unterwasserwelten. Ich bereite mir jetzt mein Skizzenbuch vor, indem ich die Ränder abklebe, damit sie später schön weiß bleiben. Und wie ihr schon seht, das Skizzenbuch ist schon sehr voll, also könnt ihr euch bald auf eine Skizzenbuchtour freuen. Ich weiß noch nicht, ob es diesen Monat ist oder erst im nächsten Monat, aber wenn ihr meinen Kanal abonniert habt und die Glocke angeklickt habt, werdet ihr es auf jeden Fall nicht verpassen. Ich habe mir ein wenig vorskizziert, eigentlich eher so ein bisschen gröber, weil es mir bei diesem Bild eher um die Lichtstimmung bzw. diesen Kontrast ging. Und das erste Bild wird mit Gouache sein. Das ist übrigens meine neue Reisepalette, die ich jetzt bald auch mal draußen ausprobieren möchte. Da habe ich mir eine Gouache-Farben reingemacht und darin sollen die länger feucht bleiben, sodass man sie halt gut verwenden kann. Und ich arbeite lieber mit feuchter Gouache-Farbe als mit eingetrockneter, denn die eingetrocknete, die bröselt halt auch immer so. Und diese Palette habe ich schon vor längerem bei Sarah Burns gesehen. Ihren YouTube-Kanal verlinke ich unten mal in der Videobeschreibung. Und seitdem wollte ich die halt auch gerne haben. Und jetzt habe ich sie und freue mich, dass ich sie jetzt auch mal bald draußen verwende. Praktisch vor allen Dingen finde ich, dass man die Farben alle on hand hat, die man so braucht. Und nicht einzeln immer aus den Tuben heraus quetschen muss. Also werde ich sie wahrscheinlich auch drin öfter mal verwenden. Die Vorlage, die ich für dieses Bild und das Bild, was danach noch folgt, verwendet habe, das habe ich bei Pixabay gefunden und mich hat, wie gesagt, einfach diese Lichtstimmung da gecatcht und das wollte ich halt hauptsächlich festhalten. Und ich wollte mal ein Bild mit Gouache und Aquarell malen, um da auch für mich so ein bisschen den Unterschied zu sehen, wie krass ist der Unterschied, beziehungsweise gibt es auf den Betrachter ein anderes Feeling, wenn das Bild in verschiedenen Techniken gemalt ist, also was bewirkt das auf den Betrachter? Ja, ihr könnt euch dann auch euer eigenes Bild dann im Laufe des Videos davon machen. Für Gouache benutze ich allgemein sehr gerne einen Flachpinsel. Einfach damit man diese Pinselstriche ein bisschen besser im gemalten Bild wahrnimmt. Aber für die Details greife ich auch gerne mal auf einen Rundpinsel zurück. Nachdem ich jetzt den Stein eingemalt habe, fange ich an, die ersten Fische einzumalen. Und hierbei achte ich jetzt nicht mega stark auf die Vorlage, sondern achte einfach darauf, dass überall so ein paar Fische rumschwimmen. Das ist natürlich das Angenehme bei Gouache, man kann mit hell über dunkel malen. Das ist sehr praktisch, denn so kann man einfach die Fische übermalen und später einmalen. Man muss halt nur darauf achten, dass man den Pinsel nicht allzu feucht macht bei der zweiten Schicht, weil man dann Gefahr läuft, die untere Schicht wieder mit anzulösen. Aber wenn man das weiß, dann hat man das auch auf dem Schirm und dann passiert das in der Regel nicht. Thank you.
Allgemein finde ich das Thema Unterwasserwelt halt sehr spannend. Ich konnte mich auch erst nicht ganz entscheiden, was ich da so male. Ich habe auch erst gedacht, ob ich so einen Rochen oder einen Kraken oder sowas in der Richtung male. Werde ich auf jeden Fall auch noch malen. Das habe ich mir auch vorgenommen, weil ich das Thema halt sehr spannend finde. Dann habe ich aber das Foto gefunden, wo ich diese Lichtstimmung mit dem Lichteinfall und den dunklen Riff oder diesen dunklen Stein in der anderen Ecke halt sehr spannend fand. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden und nicht für ein einzelnes Motiv, sondern ich sag mal für ein Landschaftsbild unter Wasser. So sieht das Bild jetzt aus. Jetzt werde ich erstmal das Tape abmachen, was natürlich mit das Beste vom Bild ist. Denn dadurch wirkt das Gouache-Bild an sich nochmal ganz anders, finde ich. So, und hier seht ihr den Lichteinfall mit dem dunklen Stein in der anderen Ecke und ich finde, das ergibt halt einen super schönen Kontrast. Aber wir wollten das Ganze ja nochmal in Aquarell umsetzen und das machen wir jetzt auch. Also gleiches Spiel wie eben. Ich klebe mir wieder meine Ränder ab. Zeichne mir dann wieder meinen Stein ein und ein paar Details. Lege mir meine Aquarellsachen zurecht. Und dann fange ich an mit dem Hintergrund, wie eben beim Gouache-Bild auch. Nur hier feuchte ich den kompletten Hintergrund erst einmal an und bringe dann die Farben ein. Heißt, ich arbeite hier nass in nass. Und was mir sofort bei diesem Bild aufgefallen ist, dass dieser Lichteinfall mir hierbei deutlich leichter gefallen ist, weil die Aquarellfarbe natürlich ein bisschen mehr fließt als die Gouache-Farben. Und der Farbton vom Wasser gefällt mir hier ein bisschen besser. Allgemein finde ich, Aquarell wirkt auf den Betrachter so ein bisschen leichter als Gouache, weil Gouache wirkt sehr, ja, plakativ und ist halt deckend. Und deswegen wirkt es halt, ich finde, ich sag mal, schwerer. Nicht, dass es eine schwere Technik ist oder so, sondern es wirkt halt nicht so locker leicht wie ein Aquarell, finde ich. Aber vielleicht geht es auch nur mir so, ich weiß es nicht, aber das ist mir irgendwie sofort aufgefallen. Übrigens nutze ich hier das Etcher Perfect Skizzenbuch. Da kann man super nass in nass arbeiten, weil es halt auch ein hochwertiges Aquarellpapier enthält. Allerdings muss man hier auch wieder warten, bis die Sache getrocknet ist. Und das kann ein wenig länger dauern, da es halt Baumwollpapier ist. Wenn ihr ungeduldig seid, könnt ihr dafür auch zum Beispiel einen Föhn nehmen und dann die Farbe bzw. die Flächen einfach trocken föhnen. Für den Lichtreflex muss ich eigentlich gar nichts mehr großartig machen, weil sich das Wasser und die Farbe da super verteilt hat, sodass es halt wie der Lichteinfall im Wasser wirkt. Nun muss ich natürlich zusehen, dass ich Kontrast in das Bild reinbekomme und diesen Stein auch relativ dunkel bekomme. Aber das hat auch ganz gut geklappt.
Nun nehme ich mit den sauberen, etwas trocken getupften Pinsel wieder ein wenig Farbe heraus, sodass es so aussieht, als wenn da halt Struktur im Stein ist, wo das Licht drauf fällt und nicht nur so ein dunkelblauer Block unten rechts in der Ecke ist. Alternativ könnt ihr dafür zum Beispiel auch ein Taschentuch oder sowas nehmen, aber wenn ich die Möglichkeit habe und es passt, nehme ich dafür gerne einen Pinsel. Mit der gleichen Technik habe ich mit einem kleineren Pinsel die Fischform im Wasser ein wenig wieder aufgehellt und male nun die ersten Fischsilhouetten ein. Hierfür verwende ich hellere und dunklere Farbe, auch bei den kleinen Fischen, die weiter im Hintergrund sind, um halt darzustellen, dass sie ein bisschen näher oder ein bisschen weiter weg vom Betrachter sind. Auch hier versuche ich dieselben Farben zu verwenden, die ich beim Gouache-Bild verwendet habe. Heißt also, dass die Fische auch ihre gelben Flossen bekommen. Da ich hier kein deckendes Gelb habe, geht das nicht so gut. Zum Beispiel mit einem Cadmiumgelb würde das deutlich besser funktionieren, weil das halt eine deckende Farbe ist. Und rein Gelb, was ich hier habe, ist nicht unbedingt so deckend, aber es hat doch noch ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Und da das hier ein Versuch ist und kein fertiges Bild, was ich später verkaufen will, ist das auch voll in Ordnung. Denn ich wollte ja hauptsächlich den Unterschied zwischen Aquarell und Gouache sehen beim gleichen Motiv und zusätzlich halt kreativ im Skizzenbuch sein zum Thema Unterwasser. Und ich denke, das habe ich damit gut erfüllt. Bei einem richtigen Bild würde ich natürlich auch anders vorgehen. Dann würde ich wahrscheinlich auch mit den Ruppelkrepp arbeiten, damit das halt alles sehr schön ausgearbeitet werden kann. Wir werden gleich mal das Ergebnis von der Aquarellseite sehen. Hier ist es. Wir machen jetzt noch das Tape ab. Und tada, hier seht ihr das fertige Ergebnis vom Aquarellbild. Und da ist das mit Gouache. Also ich finde, wie gesagt, was ich schon anfangs erwähnt habe, dass ich das Aquarellbild ein wenig leichter finde als das Gouache-Bild. Also es wirkt halt einfach, ja, feiner, leichter, weil durch die Gouache-Farbe wird auch die Papierstruktur so ein bisschen überdeckt. Und beim Aquarell sieht man die halt noch so schön durch. Naja, ich bin gespannt, ob ihr einen Favoriten habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und schreibt unten in die Kommentare, welches Bild euch vielleicht besser gefällt und warum vielleicht auch. Ich bin da sehr gespannt drauf. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin kreativ und natürlich gesund. Bis dann!